In vergangenen Videos habe ich schon über so manche schrecklichen Experimente berichtet, die an Menschen durchgeführt wurden. Experimente, die jegliche Menschenwürde, jeglicher Ethik widersprechen und die einfach schrecklich waren. Und viele dieser Experimente fanden zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg statt, so auch im Dritten Reich, in Japan oder auch in der Sowjetunion. Und viele von uns wären sich wahrscheinlich einig. Diese Menschen, die solche Menschenexperimente durchführen und Menschen dabei verletzen oder umbringen, sind kranke Menschen. Leute, die eine Geistesstörung haben, die überhaupt keine Ethik kennen und einfach nur einen seltsamen Spaß daran finden, Menschen zu verletzen. Es sind einfach nur krankhafte Monster und wir würden so etwas niemals tun. Doch über den letzten Satz sollte man vielleicht noch einmal nachdenken. Denn ich möchte euch heute mit diesem Video zeigen, dass in jedem von uns, also auch in dir und mir, eine böse Seite steckt. Eine dunkle Seite, ein Monster, welches nur unter besonderen Bedingungen an die Oberfläche kommt. Und um dies zu beweisen, möchte ich von zwei verschiedenen Experimenten sprechen, die durchgeführt wurden. Das erste Experiment stammt von Marina Abramovic und heißt Rhythm Zero. Vor einigen Jahren hatte sie ein besonderes Experiment durchgeführt. Es war mehr eine Mischung aus einem sozialen Experiment und einem Kunstprojekt. Denn sie wollte zeigen, was Menschen tun würden, wenn sie 6 Stunden lang jegliche Handlung durchführen können, ohne dafür Konsequenzen zu erfahren. Und es ging wie folgt: Sie ging in eine Kunsthalle, die sie gebucht hatte, war recht nobel angezogen und stand regungslos dort. Neben ihr gab es einen Tisch, auf dem 72 unterschiedliche Gegenstände waren. Die verschiedenen Gegenstände waren so unterschiedlich, wie es nur geht. Es lag Obst dort, es waren Stifte dort, es waren irgendwelche anderen Sachen wie Seile und dergleichen dort, aber auch schlimmere Dinge wie Messer, Rasierklingen oder sogar ein geladener Revolver. Und dann stand auf diesem Tisch noch ein kleiner Zettel mit Anweisungen. Die Anweisungen auf diesem Zettel waren, dass man jeden der 72 Gegenstände frei an Marina benutzen kann. Man kann 6 Stunden lang tun und lassen, was man möchte, und sie wird nichts dagegen unternehmen. Und ein Satz war noch besonders wichtig, denn für alles, was passieren wird, trägt sie die volle Verantwortung und man selbst hat keinerlei Schuld. Und dann konnte das Experiment losgehen. Sie stand regungslos in der Mitte und einige Menschen versammelten sich um sie. Und es begann recht harmlos. Menschen fingen an ihrem Körper an etwas rumzuspielen, hoben einen Arm hoch, stellten ein Bein zur Seite und dergleichen. Es waren keine wirklich schrecklichen Dinge, die sie taten. Doch je mehr Zeit verging, desto grausamer wurde die ganze Sache. Bereits nach wenigen Stunden wurde sie bereits rumgetragen. Menschen stachen Messer neben sie ein auf einem Tisch und wollten sie verängstigen. Es ging so weit, dass nach 3 Stunden bereits ein Mann zu ihr ging und mit einer Rasierklinge ihre Kleidung zerschnitt und ihr vom Körper riss, sodass sie nackt dort stand. Und dies war erst der Startpfiff zu dem, was noch passieren sollte. Denn je mehr Stunden vergingen, je weiter das ganze Experiment fortschritt, desto mehr wollten die Massen machen, desto aufgedrehter und desto mutiger wurden sie. Und so begannen sie zum Beispiel mit der Rasierklinge ihr in die Haut zu stechen, bis sie blutete. Ein Mann schnitt ihr sogar an der Kehle rum, nur um das Blut aufzulecken, das dann dort rauslief. Sie war zu diesem Zeitpunkt so vollkommen gelähmt, dass sie nichts getan hätte. Egal was passierte, ob Mord oder Vergewaltigung, sie wäre einverstanden gewesen und hätte sich nicht bewegt. Nicht für diese 6 Stunden. Und wer jetzt glaubt, dass Mord und Vergewaltigung etwas zu übertrieben ist, der liegt falsch. Denn es gab einige sexuelle Übergriffe. Menschen fassten sie an Intimstellen an, machten sich an sie ran und so weiter. Es war allgemein wahrscheinlich ein schrecklicher Anblick gewesen. Doch es ging dann irgendwann zum Höhepunkt. Denn während Marina dort stand, mit Dornen in ihrem Körper gestochen, mit verschiedenen Schriftzügen auf ihrem Körper, kam ein Mann zu ihr und nahm den geladenen Revolver. Er hielt den Revolver an ihre Schläfe und legte ihre eigene Hand auf den Abzug. Kurz bevor Schlimmeres passieren konnte, brach dann ein Kampf unter den Zuschauern aus. Denn sie hatten sich zu diesem Zeitpunkt in 2 unterschiedliche Kategorien aufgeteilt. Es gab die Menschen, die mehr wollten, die sehen wollten, was passiert, die ihr schaden wollten. Und es gab die, die sie beschützen wollten. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Revolver kurz vor Ende des Experiments an ihre Schläfe gehalten wurde, eskalierte die Situation. Sofort kam einer und nahm den Revolver weg, um das ganze Experiment zu entkräftigen, um das Ganze etwas aufzulösen.
Und dann gab es Diskussionen. Menschen wollten weitermachen. Doch dann waren die 6 Stunden zu Ende. Und Maria ging auf die Menschen zu. In dem Moment, wo sie auf die Menschen zuging, um sie zu konfrontieren, liefen die, die ihr das angetan hatten, davon. Sie hatten Angst und rannten weg, weil sie jetzt mit ihren Taten konfrontiert werden. Zu dem Zeitpunkt, wo sie keinerlei Gefahr hatten, wo ihre Taten nichts bedeuteten für sie, war alles in Ordnung. Doch dann, wo es irgendwie Konsequenzen gab, rannten sie weg. Und nun müsstet ihr euch mal fragen, was hättet ihr gemacht? Glaubt ihr, dass in euch auch so eine Seite steckt? Vielleicht würden jetzt manche von euch sagen, gut, das war ein Kunstprojekt und die Leute, die in dieser Halle waren, waren vermutlich auch Künstler, Exzentriker und Fanatiker. Doch das muss nicht sein. Es gibt nämlich noch ein anderes Experiment mit ganz normalen Menschen und das war das berühmte Milgram-Experiment. Beim Milgram-Experiment ging es darum, dass Menschen Anweisungen von Autoritätspersonen bekamen. In einem besonders abgesonderten Raum sollten Menschen über ein Mikrofon andere Menschen befragen. Es gab einen Lehrer und einen Schüler. Immer wenn der Schüler eine falsche Antwort auf Fragen gegeben hat, hat eine Autoritätsperson dem Lehrer gesagt, er soll nun seinen Schüler mit einem Stromstoß bestrafen. Jedes Mal, wenn der Schüler eine falsche Antwort nannte, wurde die Stromkapazität, also die Kraft des Stromschlags, erhöht, so weit, bis irgendwann das Ganze auch tödlich gewesen wäre. Was der Lehrer, der das Testsubjekt war, nicht wusste, war, dass die andere Person, der Schüler, ein Schauspieler gewesen ist, der gar nicht wirklich Stromschläge bekam, allerdings so täuschend echt schauspielte, dass er Schmerzen hatte, dass man sofort denken würde, alles war wahr gewesen. Und dann ging das Experiment los. Es kamen die ersten falschen Antworten und mit ganz leichter Stromstärke wurden Stromstöße ausgeteilt, weil die Autoritätsperson dies sagte. Doch das Experiment ging immer und immer weiter und der Lehrer machte auch weiter. Jedes Mal, wenn die Autoritätsperson es sagte, haben die meisten Testsubjekte immer und immer weitergemacht. Der Schüler auf der anderen Seite, der Schauspieler, fing an zu schreien, zu brüllen, um Hilfe zu rufen. Er schrie, dass es aufhören sollte, dass es wehtut und er Angst hat. Doch vielen Leuten war dies egal. Immer und immer wieder erhöhten sie die Stromstärke, bis irgendwann der Schüler gar nichts mehr sagte. Nach panischen, schmerzverzerrten Schreien war er ruhig, weil die Stromschlagsstärke schon so stark war, dass jeder Mensch gestorben wäre. Doch der Lehrer machte immer weiter. Die Testsubjekte, die als Lehrer dort waren, machten immer und immer weiter. Ihnen war egal, was auf der anderen Seite passierte, bloß weil eine Autoritätsperson ihnen diese Befehle gab. Dieser Fall ist ähnlich wie der davor. Die Menschen machten weiter, sie konnten ahnen, dass die Dinge, die sie tun, schrecklich waren, dass die anderen Schmerzen haben oder sogar tot sind, doch sie machten weiter, weil ihre Handlungen nicht ihre Schuld waren. Sie taten nichts aus eigenem Belang, sondern sie konnten die Schuld immer an jemand anderen geben. Bei dem Experiment von Marina war Marina die Schuldige, die alles übernommen hat. Und beim Milgram-Experiment waren es die Autoritätspersonen und die Wissenschaftler, die die ganze Schuld auf sich hatten. In dem Moment, wo man tun und lassen kann, was man will, ohne jegliche Gefahr, werden wir scheinbar zu richtigen Bestien, zu Mördern, potenzielle Menschen, die andere töten würden, weil in uns so eine Bestie steckt, weil ein wildes Tier scheinbar in uns ist. Natürlich gab es auch andere, es gab in jedem Experiment Leute, die abgebrochen haben, doch die Mehrzahl machte immer und immer weiter. Ich fand das ganze Experiment extrem interessant, vor allem da vielleicht einige von euch den Film Purge kennen. Ein Film, in dem 24 Stunden oder eine Nacht alles erlaubt ist, jedes Verbrechen darf durchgeführt werden und so bilden sich ganz schnell Gruppen, die anfangen, andere zu töten. Es wirkt absurd, dass so etwas in echt passieren würde, doch wenn man sich eben solche Experimente anguckt, dann fällt einem auf, dass so etwas wie der Purge möglich ist. Das war auf jeden Fall dieses Video. Denkt doch einmal selber nach, was ihr gemacht hättet in diesen Situationen. Hättet ihr auch zu den Waffen gegriffen? Hättet ihr auch ihr Schaden zugefügt? Oder wärt ihr anders gewesen? Ich persönlich kann über mich sagen, dass ich nicht weiß, was ich getan hätte. Schreibt gerne eure Antwort und eure Meinung in die Kommentare. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.